Wir haben eine leichte Verzögerung im Terminplan von nur 45 Minuten, aber das ist gar kein Problem. Wir bitten auch nicht um Entschuldigung, sagen sehr gerne. So, jetzt der nächste Programmpunkt. Kann man mich eigentlich halbwegs verstehen? Weil es klingt irgendwie ein bisschen komisch. Alles gut? Immer so. Da ist schlecht? Dann geht er rüber, Timo. Das klingt immer so. Vielen Dank. Jetzt der nächste Programmpunkt ist unser World Café. Wer letztes Jahr auf der Open Space dabei war, kennt das vielleicht noch. Es handelt sich dabei um eine Aktivität, bei der wir die Themen für das Wochenende versuchen, so ein bisschen zu sammeln und aus euch herauszulocken. Sergej, möchtest du noch ein paar Worte dazu verlieren? Ja. Genau, die Idee ist ganz einfach. Morgen früh stehen wir hier alle und versuchen, Themen zu sammeln, über die wir gerne die zwei Tage diskutieren wollen. Und Sachen zu eskalieren zu lassen. Deswegen reden wir darüber, wen oder warum es uns denn vielleicht nutzt, mit Psychologie die Informatik zu bearbeiten. Oder halt eben vielleicht sogar mit Statistik, was das Ganze soll, was der erkenntnistheoretische Wert ist. Also, da habe ich mal drauf, deswegen fasse ich zusammen unter Studie einfach. Wer hat das?
Ja, brauchen wir dann einen Beamer? Brauche ich dann einen Raum dann mit Beamer? Oder haben alle Räume sind alle? Okay. Also, Gregor. Guten Morgen, liebe Gruppe. Ja, also ich habe nach wie vor die Startup bei mir noch auf dem Programm stehen. Quasi den Workshop, den ich jetzt 3 Tage gemacht habe und ich durch ganz Köln getrieben wurde, um herauszufinden, ob meine Geschäftsidee was bringt oder nicht. Ich denke, das ist für jeden, was ja vielleicht mal eine Idee hatte, die selber umsetzen wollte und vielleicht gescheitert ist. Oder für die Leute, die vielleicht auch im Unternehmen so ein bisschen das Gefühl haben, es gibt kein richtiges Ideenmanagement oder man hat das Gefühl, dass durch das Management Ideen gar nicht zugelassen werden. Kann ich also ein bisschen was dazu erzählen? Ich werde ein bisschen was über dieses Business Model Canvas erzählen, was von diesem Steve Blank quasi evangelisiert wird. Und ja, wer darauf Bock hat, vielleicht gibt es auch welche, die in der Startup-Szene schon zu tun haben, mit denen können wir gleich noch ein bisschen in Diskussion treten, Erfahrungsaustausch. Das wäre quasi der Inhalt dieser Session. Wer hat denn da Bock? Ist übrigens für einen Anfänger, also komplett. Okay, würde ich auch so einen kleineren Raum. Dann vormittags zum Unterwerden, ja? Okay. Zufall.
Aber wenn es jetzt schon mal draufsteht, dann können wir es auch so machen. Wir werden also schauen, was sind Geheimwaffen, was sind Nahkampfsituationen, was sind Tools für Friedensverhandlungen und wie wird es im Taktikraum zugehen. Also, wenn ihr Bock habt, was beizutragen zu dieser Kriegsführung, kommt vorbei. Das war der eine Teil. Und der zweite Teil ist, sucht ihr mal einen anderen Kameramann, Uli. Also dann, wenn der Konflikt nicht zum Berg kommt, dann hören wir das. Bei mir ging es eigentlich um konkrete Fragen, also sprich mal weg von diesen Sessions, wo immer wieder das Allgemeine gesprochen wird, sondern wirklich konkrete Fragen. Wer schreibt die User Story? Beispielsweise liest man dann ständig, soll die Entwickler machen. Ich persönlich bin damit gar nicht einverstanden. Und also da geht es wirklich um konkrete Fragen. Ja. Wer wäre denn dabei? Ja, das ist dieselbe Session. Ja. Versuchen es so viel wie alle, die schon länger Okay. Ja, 7, 8. Kleiner Raum ist vielleicht. Nach der Mittagspause, okay, es wird nach 15 Uhr wäre noch schöner. Nach dem nächsten Jahr quasi. 15 Uhr? Ja, 15 Uhr schon spät. Das kann immer da losgehen. Also, wir müssen eigentlich 14 bis 15 Uhr. Kann man nicht schon um 13 Uhr wieder anfangen? Muss das 2 Stunden sein? Alex, die Frage kam, ob man schon um 13 Uhr wieder anfangen kann. Ich brauche gar keine Mittagspause. Ja, aber da kann ich mir das so sagen. Ja, was soll das? Die Räume sind 13 Uhr auf 13, aber also. Ich kann immer 2 Stunden Mittagspause völlig brauchen, wenn ich nicht so jetzt brauche. Ja, das möchte ich dann früher. Ist doch auch eine Pause, macht doch einfach das. Habt ihr noch einfach. Machen wir 13 Uhr? Also, machen wir 13 Uhr. Jawohl, ich habe mich dabei. Schieb's einfach in den Mittagsflur. Cool. Dann kommt mal weiter. Nimm die 1, weil es viele werden. Das glaube ich auch. Das wird. Ja, das ist aber nicht. Jetzt ist es ein richtiger Rekord. So, es gibt. Mike Bill, bist du schon da? Wir stehen noch. Mike Bill steht noch. Flexi, hatte noch was? Inspector. Flexi in dem Tor. Und dann gab es noch eine Vagrant-Fragezeichen-Karte von. Du bist Flexi, ne? Mal los. Ja, wir haben ein Prozess, was gestern vielleicht nicht so richtig rübergekommen ist. Hallo, Flexi. ist auch eine kleine JavaScript-Bibliothek, so 200 Kilobyte groß, die ein Java im Browser zwar HTML5 und Zeichnen kann, was ersetzt. Das heißt, es ist eine Cross-Plattform-API für Desktop, Android und das R. Ich könnte ein paar kleine Beispiele dazu zeigen. Die 6 gibt es nicht mehr.